Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir werden jetzt etwas sehr Cooles machen. Und zwar habe ich euch aufgerufen, mir eure Amazon-Warenkörbe und Wunschlisten zu schicken. Und wir haben jetzt vor, einige von euch da draußen glücklich zu machen und eure Einkaufswagen zu kaufen. Komplett leer zu shoppen. Ja, wir werden jetzt für euch shoppen. Kann man an dieser Stelle vielleicht dir so einen Weihnachtsmann-Hut aufbearbeiten, weil du jetzt so ein kleiner Weihnachtself bist? Geht das? Ist das möglich? Also wir haben es so gemacht, wir werden daraus zwei Teile drehen. Sprich, gleichzeitig findet ihr bei Julian auf dem Kanal den zweiten Teil dazu. Ist das nicht eine geile Videoidee? Ich finde es mega geil. Von dem kommt die Videoidee? Achso, ah ja. Übrigens haben wir uns für die Videos jeweils gegenseitig Einkaufslisten rausgesucht. Das heißt, Julian wird mir jetzt 5, ne? Richtig. Warenkörbe präsentieren. Ich reagiere dann mit euch auf die Sachen und dann werden wir das Ganze kaufen. Bibis Instagram-Account ist noch nie abgestürzt. Noch kein Mal. Aber das hat er nicht mehr hinbekommen. Ja, ich glaube, ihr fandet die Idee ziemlich geil. Wirklich. Unbedingt einen Daumen nach oben. Wenn die Videos gut bei euch ankommen, machen wir das natürlich super gerne öfter. Vielleicht wird das ja ein Format bei uns auf den Kanälen. Pass auf, mein Lieblingskorb. Oh nein, jetzt kommt. Das müssen wir hier einblenden, das Bild. Zieh dir das rein. 12.500 Euro? Mhm. Hä, hey, aber warum da ist dachte das sich so teuer? Jemand. Gratis. Da hau ich mal dick auf die Kacke. Zwei iPads. Zwei iPad, 500 GB, drei iPhones. Auch okay. Aber was will eine Person mit 8 Wasserrutschen? Und sowas ist eigentlich blöd. Also so Leute werden es natürlich nicht. Cool ist natürlich, ich habe jetzt wirklich die Leute nur genommen, wo man halt auch gemerkt hat, die Leute kaufen das halt auch für sich. Die wollten das halt wirklich haben. Und jetzt nicht einfach nur, oh, es gibt was umsonst. Ich hau jetzt mal 10 iPhones rein. Ja, das stimmt. Die fand ich sehr lieb. Das ist die Anastasia. Ja. Und die hat geschrieben, das wäre meine Liste. Lieben Dank, wir wären so dankbar. Oh, okay. Das finde ich süß. Und das ist ihre Liste, der Warenkorb. Habe ich schon direkt geöffnet. Oh, kriegt die ein Kind oder hat die ein kleines Baby? Ich glaube. Was ist das denn da Schönes? Das ist, wenn du die ganzen Bakterien wegballerst, ja, ne? Sehr praktisch. Packen wir in den Einkaufswagen einmal, oder? Ja. Rein damit. Okay, dann ein Babyspiegel finde ich auch saugeil. Wenn du vorne alleine Auto fährst, dann machst du dir den Babyspiegel ins Auto, dann siehst du dein Kind hin. Haben wir sowas? Nein. Mega geil. Komm auch in den Einkaufswagen. Lass einfach wir deren Einkaufswagen. Oh, das kann man. Jetzt muss ich auf Kaufoptionen drücken. Aber hier sind fast die gleichen. In den Warenkorb. Okay, das heißt, das haben wir auch gekauft. Ja. Jetzt das noch in den Warenkorb. Oh, das habe ich auch gehabt. So hat ähnlich. Sowas. Ja, sehr mega praktisch geil. Nach der Geburt, nach der Schwangerschaft. Und was ist das? Mein kleiner Waschbär. Ein Kirschkernkissen fürs Baby. Oh. Das ist süß. Und eine Babyschaukel. Oh, Leute, da kann ich ein Lied von singen. Die bewirkt Wunder manchmal. So. Mega geil. Kommt auch rein. Auf. Das ist die erste Person. Im Warenkorb. 185 Euro. Ja. Dann zeige ich aber die nächste Nachricht, ja? Okay. Aber ich freue mich für sie. Sie hat sehr lieb geschrieben. Als nächste Person habe ich die liebe Diana rausgesucht. Mhm. Und die plant ihren 18. Geburtstag. Boah, das ist ja saugeil. Und hat ihre Wunschliste für ihren 18. Geburtstag gekickt. Nicht, dass es jetzt auch die Liste ist, die sie ihren Freundinnen geschenkt hat und wir schenken ihr jetzt ihre ganzen Geschenke. Ah, das ist ja geil. Boah, guck mal, die macht eine richtig fette Party mit Glitzerballons und so. Fette Party. Oh Mann, die verteilt Candy-Tüten. Ja, willst du jetzt auch, dass sie dich einlädt, oder was? Ich würde auch gerne auf deinen 18. Geburtstag, ja. Ein Happy Birthday-Ballon gelandet. Ich finde, wenn man eine Deko kauft, dann kann man sie schon dann einladen lassen, oder? Dann sollte man definitiv sich selbst einladen. Okay. Dann sollte man einfach vorbeikommen, meinst du? Ja, auf jeden Fall. Nee, okay, also das finde ich sehr cool. Okay. Das heißt, wir droppen jetzt hier die ganze 18. Geburtstagsdeko. Boah, guck mal, wie happy die sind, Julian. Die gute Laune. Ich will auch diese Ballons haben. Chanel Gätschen, das ist schön. Wirklich nichts gegen dich, Diana, aber das ist so eine typische Bibi-Einkaufsliste, die mir voll auf die Nerven geht, die seit Wochen da angezeigt wird und ich immer nur auf die Merkliste packe. Was haben wir denn hier im Karton? 94 Euro. Ja. Aber ist auch ein Chanel-Kettchen bei, ne? Also ich find's mega. Meine nächste Person ist der Marco. Ja. Und der war richtig lieb, der Marco. Der hat geschrieben, ich hoffe, es ist nicht zu teuer und ich wollte nicht unverschämt sein, aber ich würde mich mega freuen. Oh nein, jetzt kommt. Und das fand ich korrekt, weil er nur ein Fire TV Stick 4K Ultra HD Alexa Sprachfunktionsfernbedienung für 58 Euro haben wollte. Das ist lieb. Gegen den Typ mit den 8 Hüpfburgen ist er auf jeden Fall mal ein krasser Ehrenmann. Boah, geil. Er tut was für knapp 60 Euro in Warenkorb und entschuldigt sich sofort. Ja. Und dann gibt es einfach Leute, die packen da gefühlt 20.000 Euro Sachen rein. Den ziehen wir in den Einkaufswagen. Zack. Okay, das heißt, das ist jetzt auch hier drin. So, gehen wir mal weiter zur Lisa. Ja, warte, dann müssen wir das ja erst wieder auf die Merkliste jetzt setzen, ne?
haben mittlerweile 15 Artikel auf der Merkliste. So, die Lisa möchte, gib mal ein. Ja, oh Gott, jetzt kommt's. Badebomben, Geschenkset. Okay. Ob wir das jetzt finden? Die sind bunt und kosten 14,44 Euro. Da sind sie doch! Mensch, da haben wir sie. Boah, die sehen ja richtig geil aus. Das müssen wir einzeln eingeben, weil die nur einen Screenshot geschickt hat. Oha. Guck mal, das macht richtig Sinn. Wenn ich auf Spar-Abo drücke, kostet es exakt genauso viel, wie wenn ich eine Einmallieferung auswähle. Mega geil. Nee, lass lieber die Idee, sag mal, so. Für ihr ganzes Leben lang ein Spar-Abo reinballern. Okay, so das habe ich rein. Dann, neues Wort. Ja? LPZOOOM, Hülle, kompatibel, ja. iPhone 7. So, mal gucken. Das möchte sie haben. Da haben wir sie. Nee. Das ist aber volle Möhre. Das ist exakt die gleiche. Siehst du doch. Meine Herren. Das ist exakt die gleiche. In den Einkaufswagen rein. Und das nächste Produkt, TRY1, ein Wort, Schwanenhals. Was? Das sieht so aus, da ist er rein in die Karton. Das ist ein befristetes Angebot. Da schlagen wir mal ganz schnell zuschlagen. Rein machen. Oh, sowas hätte ich auch richtig gerne, wirklich, in den Einkaufswagen. Okay, der kostet 35 Euro. So. Ist ja noch bescheidener als der Marco. Oh. Okay, dann haben wir als fünfte und letzte Person die liebe Sonja und die hat geschrieben: So eine tolle Idee, jemandem einen Wunsch zu erfüllen. Ich teile dann auch meine Babywunschliste mit euch. Vielleicht bin ich die Glückliche. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie so eure 18. Und die hat ihre Babywunschliste geteilt, weil ich glaube, die erwartet richtig, ein Kind. Oh, das finde ich richtig cool. Apropos Kind, unser Kind ist gerade aufgewacht. Das heißt, das hier ist die Wunschliste. Ja. Zieh dir das mal rein, guck dir da mal an, was du so möchtest. Fünf Teile sind da drin, ne? Ist ja richtig. Ich gehe den Video holen. Okay, Leute. Dann werde ich mir das jetzt mal genauer angucken. Boah, richtig coole Sachen, die man einfach braucht. Wir haben hier ein Pflegeset, ein siebenteiliges. Was ist denn da alles so Schönes drin? Oh, wir haben extra weiche Feuchttücher und alles mögliche an Creme, Babyöl und so, sogar so eine coole Tasche. Geil. In den ein Babyflaschen-Set machen wir auch in den Warenkorb. Dann Feuchttücher nochmal. Wer hätte es gedacht? Davon kann man nie genug haben. Packen wir auch in den Warenkorb. Dann einmal Pampers Größe 1. Okay, das heißt, sie wird wahrscheinlich noch ihr Kind erwarten, weil die wachsen da so schnell raus. Machen wir auch in den Warenkorb. Und jetzt habe ich hier was richtig Cooles entdeckt, da gehe ich jetzt mal drauf. Ein Babyflitzer, eine Feuerwehrstation. Boah, wie cool ist das denn? Guckt euch das mal an. Boah, das kann ja anscheinend sogar leuchten. Oh Gott, Leute, wenn der Leo jetzt da wäre, der würde ausrasten. Der liebt Autos im Moment richtig dolle. Das heißt, man kann da mit seinem Feuerwehrauto da rumflitzen. Boah, das finde ich total süß. Dann werde ich das auch in den Warenkorb packen und dann gucken wir uns jetzt mal den Einkaufswagen an. So, hier sind alle fünf Sachen drauf. Das ist mal eine richtig, richtig schöne Liste. Dann hoffe ich, dass alles rechtzeitig ankommt. Und damit haben wir jetzt insgesamt 23 Artikel von 5 unterschiedlichen Warenkörben. Wir machen das jetzt gleich so, dass wir die Leute natürlich noch nach der Adresse fragen und dann werden wir das separat Wunschliste für Wunschliste dann kaufen, damit auch nicht alles auf einmal zu einer Person geschickt wird. Das würde nämlich absolut gar keinen Sinn machen. Ich feiere das richtig. Ich finde es erstmal natürlich sauspannend und interessant, was ihr euch wünscht und sich die Sachen dann anzugucken. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, würde ich sagen. Und als zweites finde ich es natürlich sauschön, dass wir dann die Möglichkeit haben, euch einfach eure Wunschliste zu kaufen und euch diese Wünsche quasi zu erfüllen. Das macht mir richtig viel Spaß und ich glaube, das könnte auch für euch ein ganz cooles Video oder Format sein. Deswegen, wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, unbedingt Daumen nach oben. Wir werden jetzt genauso einen Teil nochmal machen. Dieses Mal habe ich mir Amazon Warenkörbe rausgesucht von euch und werde sie dem Julian gleich zeigen. Und dann wird er da so ein bisschen drauf reagieren und das in den Warenkorb packen. Seid ihr da? Will der Leo sich vielleicht mal einen Feuerwehrflitzer angucken? Ein Feuerwehrflitzer? Hast du gut geschlafen, Leo? Nee, warte, Leo, nicht das Handy klauen, Schatz. Hast du Hunger? Nein. Kein Hunger? Okay, dann essen wir gleich was. Möchtest du ein Auto haben? Ja, wusste ich doch. Ich zeig euch jetzt. Guck mal, Leo. Da hat sich jemand ein Feuerwehrauto gewünscht. Boah! Ist das ein Auto? Nein. Nein? Okay, nein. Ich kann euch jetzt hier einmal den Gesamtpreis einblenden, den wir jetzt für euch ergattern werden. Glaubst, ich toppe den in meinem Video gleich? Du meinst jetzt mit den Wunschlisten, die ich rausgesucht habe. Eventuellerweise, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, ihr könnt das jetzt abchecken. Erster Link in der Infobox. Wir machen jetzt mal Mittagessen.
Tschüss. Willst du, Leo darf die Aufnahme beenden. Der Leo darf beenden. Wir sind so lange auf Sendung, bis der Leo das ausgemacht hat, okay? Auf den roten Knopf. Der rote Knopf. Das ist ein Screenshot. Jetzt haben wir einen Screenshot gemacht. Das ist, das weiß ich nicht. Der rote, hier, guck mal, Leo. Der rote Knopf, den müssen wir immer drücken. Ja, das ist auch rot, aber das ist die Zeit. Guck mal, Leo, da der rote Knopf, da müssen wir einmal drauf. Genau!